What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Daylight, wieder mit unserem lieben William Bill Overbeck. Wir haben das Level 12, sind vor Level 13, dauert nicht mehr lange, und treten einer Lobby bei und haben viel Spaß. Und da geht die Gaudi auch schon an. Okay, Leute, ich rede eher wieder Hochdeutsch, weil sonst wird mich keiner verstehen. Außer, ich habe wieder den Bug hier. Moment mal. Also ihr wollt das natürlich so, ne? Dann kann ich auch... Ich traue mich jetzt nicht runter. Mich würde es interessieren, wo sie ist. Dann kann ich natürlich auch voll auf Mundart reden, aber... Ich weiß nicht, ob ich das wirklich da soll. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und vielleicht lässt du ja ein Abo da, ne? Wer... Darf man auch sagen, war eine coole Sache von dir. Wenn dir das Ganze gefällt, wenn dir der Kanal gefällt, dann freue ich mich ja drüber, wenn du ein Abo da lässt. So, aber jetzt rede ich wieder so, damit ihr mich auch wirklich versteht. Denn ich denke, für viele wird es sehr schwer werden sonst. Wobei natürlich ich dieser hochdeutschen Sprache auch nicht sehr mächtig bin. Das klappt nicht ganz so gut. Aber es wird. Zumindest habe ich mittlerweile doch schon irgendwo drin, dass wenn ich die Aufnahme starte, einfach so rede. Ach, das war genau der Kack, der mich auch immer so stört. Warum bin ich eigentlich immer genau da, wo so viel Action ist? Muss denn das sein? Das nervt mich. Wo wirst du denn? Du wirst gleich zu dem Haken gebracht. Nein, da drüben, okay. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn sie endlich mal abhaut. Gehst du bitte? Sie ist da drüben. Dann können wir auf jeden Fall hin. Okay, will nicht gleich geheilt werden. Will nicht geheilt werden. Dann machen wir ein Totem, dass wir mal irgendetwas machen. Wir waren auch bei keinem einzigen Generator. Und das einfach nur, weil ich mir in die Hosen kacke hier. Hallo. Nein, ganz ehrlich, wenn sie nicht zu mir herkommt, dann kann sie mich aber auch. Dann heile ich sie halt nicht. Okay, jemand anderes wurde angeschlagen. Und dann gehe ich jetzt mal zu einem Generator. Das ist irgendwo da vorne. Zumindest das... dieses Geschrei. Oh, okay. Ja, wie gesagt, da vorne. Kommen die jetzt alle hierher? Wo wird sie aufgehangen? Im Keller. Im Keller ist natürlich wieder nicht so geil. Wir werden es versuchen. Ach, da ist schon jemand. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, wo es auf der Map denn überhaupt... Ah, okay, hier. Ja, dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Er läuft mir zu viel. Okay, da drüben, dann machen wir auch weiter. Oder wir probieren es wieder. Okay, nein, 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 nein. Er geht hin.
Dann reparieren wir da drüben. Okay. Natürlich, gleich zu mir. Alter. Ja, das war natürlich wieder ziemlich bescheuert. Und das auch. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Freunde. Ich kann der nicht entkommen. Das werdet ihr aber auch schon festgestellt haben. Okay, schade. Schade, schade, schade. Man muss ihr zugute heißen, dass sie keine Camperin ist. Das darf man ja wohl sagen. Aber ich komme mit dem Teleporten hier einfach gar nicht klar. Willst du mich heilen? Also komme ich echt gar nicht klar. Ist da drüben. Sie ist viel zu schnell hier. Okay, er geht Vollgas die ganze Zeit retten. Aber wir müssen auch irgendwo die Generatoren mal weiterbekommen. Natürlich nicht auf diese Art und Weise. Wir müssen die Generatoren machen. Momentan geht da nämlich gar nichts voran. Ich traue mich nicht raus. Okay, der rettet wirklich alle. Der ist der Wahnsinn. Ist da drüben. Wie sie sich da jetzt einfach durchgeportet hat, das ist so. Okay, dann raus mit uns. Wir bekommen die Generatoren einfach nicht an. Das ist wieder so ein 10.000 Fähigkeitscheck-Generator. Ja, ist kacke. Sie kommt jetzt sicher her. Ja. Ich bin mal weg. Tschüss. Ich versuche auch mal zu retten. Ich will auch mal. Wo? Wo ist die junge Dame? So sind es ja viele Punkte. Für sie auf jeden Fall extrem sogar. Der ist auf jeden Fall gut, das ist der, der immer gerettet hat. Na gut, dann machen wir halt hier. Ich mach mit. Also man kann ja eigentlich, wenn man schlau ist, hier wirklich Extrempunkte farmen. Auf diese Art und Weise. Und das finde ich doch viel, viel geiler als Killer, wenn ich nicht ständig so campe, sondern das so mache, ich hänge den auf, bin wieder weg. Ja? Und gerade natürlich als Krankenschwester ist man auf der Map so extrem
Prestige, ja, man ist die ganze Zeit überall, jedes Mal wieder Herzklopfen. Da hat man die Möglichkeit, so viel zum Farmen. Okay, er hat noch nicht gekämpft. Wieder runter und gleich nochmal. Er hat jetzt auch immer noch nicht gekämpft, oder? Ich glaube, man kann ihn nochmal aufhängen, oder ist das nicht so? Okay, es läuft aber ganz gut dahin. Da drüben, wer hat der Generator mitten im Maisfeld? Wo ist sie denn? Wenn ich sie sehen könnte. Ich wäre echt glücklicher, wenn ich sie sehen würde. Also, und sie mich nicht sieht natürlich. Also das versteht sich von alleine. Ach, okay, in den Keller gebracht. Und auch schon tot. Schade. Hat das Matchmaking eigentlich auch etwas mit dem Killer zu tun? Das wäre mal interessant auch zu wissen. Dürft ihr mir auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Okay. Geht in die andere Richtung. Ich denke, ich versuche es wieder. Ach nein, der ist auch schon tot. Okay, das ist jetzt aber kacke. Wir haben noch zwei Generatoren, das ist viel zu zweit. Sie braucht jetzt einfach nur, sie wird einfach die Generatoren hier abgeben. Geh jetzt mal weg hier. Sie verfolgt noch. Ich glaube, ich bin gleich alleine. Weil ich halt zufällig auch nirgends immer die Klappe finde, wenn die einfach zufällig mal irgendwo auftauchen würde. Wäre ich auch sehr, sehr glücklich. Mir kommen die Killer heute auf jeden Fall so gut vor. Also es ist jetzt die dritte Folge, die ich gerade aufnehme, hintereinander. Hintereinander. Machen den jetzt nicht ganz fertig. Okay, wir könnten versuchen, jetzt zu ihm zu gehen. Merken uns, dass der Generator hier fast fertig ist.
Okay. Das war natürlich... Ach Mann, und jetzt hänge ich hier auch noch. Das war klar. Das war natürlich so klar. Schade. Und dass ich dann wieder hier irgendwo so blöd festhänge. Ich finde das so nervig. Sie weiß es. Das war's mit dir. Dann brauche ich aber auch nicht mehr heilen. Schade, 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 schade. War aber trotzdem eine coole Runde, finde ich. Hallo, hallo. Ja, war eine gute Runde, Freunde. Ist alles in Ordnung. Ich schaff's halt leider nicht, dass ich hier auskomme. Wenn sie mich gesehen hat, dann mit dem Teleportieren, das bekomme ich überhaupt nicht zusammen. Aber gar nicht, da ist der Haken. Bam, bam, bam. Okay. Hatten wir schon eine Folge? Ja, ich bin einmal bis jetzt ausgekommen, glaube ich, oder? Bei den 3 Folgen bis jetzt. Ach ja, läuft nicht ganz so. Aber okay. Dann hat sie alle 4 bekommen. Gut, gut, gut. Aber ich finde es auch wirklich schwer, dass wenn man nur noch zu zweit ist, das hinbekommt. Ne? Also finde ich wirklich schwer. Eigentlich hätte ich einen 5. Ach Mann, man kann ja da nichts mehr ändern. Hey, ich habe hier einen Tabulator. Okay, Upgrade. Das war eh eine lange Runde. Finde ich. Dann. Naja, wenn ich das jetzt mache, wird jetzt das nächste gleich. Ja, war klar. Okay. Dann haben wir Level 13 erreicht. Hier ist ein Perk. Wir schaffen das. Andere zu helfen erhöht deinen Arbeitsmoral. Für jeden Überlebenden, den du von deinem Haken rettest, erhältst du zusätzlich 25% Geschwindigkeitsanstieg bei Heilungen, der bis zu einem Maximum von 100% ansteigen kann. Für die Dauer von 30... Das ist eigentlich geil. Ist das geil? Oder ist das gar nicht so gut, wie ich jetzt annehme? 13.000... Sahne-Kisten-Add-on, Werkzeugkisten-Add-on. Was haben wir hier noch? Auch ein Add-on. Wir arbeiten uns lieber hierher. Okay, und dann gleich weiter, würde ich sagen. So, die Party geht weiter, ne? Machen wir weiter, da mal weiter. Hey. Oh nein, ich rede wieder so, ich rede wieder so. Ah, Freunde. Aber ich kann das gerne hin und wieder mal ein bisschen einbauen. Falls es lustig ist für euch, ich weiß es nicht. Jetzt sollten wir uns aber wieder konzentrieren. Gleich mal die Kiste hier durchsuchen. Ich nehme ja eh nie etwas mit eigentlich. Weil ich viel zu geizig bin. Alter, das dauert ewig. Weil ich immer viel zu geizig bin, etwas mitzunehmen. Laggt hier. Oh nein. Oh nein, sie hat... Ach nein, Freunde. Es ist wieder die bescheidene Killerin. Bei der ich nach wie vor nicht weiß, wie ich sie besiegen soll. Es kann sein, dass ihr mir jetzt in den Kommentaren schon Tipps gegeben habt. Das kann auch sein, aber... Das bringt mir noch nichts, denn die Folgen hier sind noch vorproduziert. Okay, da hat schon mal einer Disconnect gemacht. Sie steht hier da und am Hügel, guckt euch das an.
Boah, ich hasse sowas. Ich hasse so etwas. Und ich brauche auch zu dem Generator schon nicht mehr gehen. Der ist markiert. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Wir cleansen mal ein Totem. Und dann ist die Frage, ob bei dem anderen Generator auch schon eine Markierung gesetzt wurde. Wäre da eigentlich... Ich denke, dass da das Vorwarnungsperk eigentlich ziemlich cool wäre, oder? Dann wüsste ich nämlich, ob man ne... Also wie weit er weg ist, oder? Könnte das so ungefähr der gleiche Umkreis sein? Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass ich dann nämlich weiß, okay, wenn nirgends eine Vorwarnung, dann kann ich selbst, wenn ich weiß, dass da eine Markierung ist, hingehen und sie hat nicht die Chance, hierher zu kommen. Alter, das Herzklopfen nervt. Auf jeden Fall schon zwei Generatoren, die gemacht wurden. Wir verkacken gerade den dritten. Leider. Dass das immer wieder sein muss, dass ich das verkacke. Zur Entspannung mal kurz wieder ein Totem machen. Aber es macht mir trotzdem schon um einiges mehr Spaß mit den Überlebenden. Da hat man einfach viel mehr zu tun als Killer, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Warum bekomme ich eigentlich hier jetzt ständig immer Generatoren mit so viel Fähigkeitschecks? Schon ein bisschen oft jetzt. Ich meine, man kann einerseits sagen, es gibt mir Punkte. Ja, Fähigkeitschecks geben Punkte. Kann man sagen, ist doch eh gut. Aber natürlich, wenn man es verkackt, ist es nicht so geil. Okay, es fehlt nur noch ein Generator. Da drüben. Da drüben sollte einer sein. Oh. Wow. Okay, das war gerade eigentlich ziemlich bescheuert. Was heißt bescheuert? Es war... eigentlich das Pech, dass sie ihn hier verfolgt hat. Kann sie denn zu diesem Haken? Ich denke nicht. Das wirkt nicht so. Dort und dort. Wir haben in dem Spiel nicht viel gemacht. Die Frage ist, wo ist sie? Egal. Wir probieren's. Ah!
Denn wir haben ja unseren Perk dafür. Jetzt ist nur die Frage, wo ist er hingelaufen? Wir werden es gleich merken. Wenn er liegt. Wird er schon geheilt? Ach ja. Okay. Wo will... Egal, wir gehen mal zu dem Ausgang hier. Gehen wir zu zweit. Ah, spannend, ey. Es ist echt spannend. Die ganze Runde finde ich ziemlich spannend. Und das Perk von Bill finde ich ziemlich geil eigentlich. Das macht beim Retten echt Spaß. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Ja. Oh, Kacke. Kacke, sie hat's gewusst. Ey, jetzt ehrlich, dann ab zum anderen Ausgang. Das interessiert doch keinen. Wo ist denn der andere Ausgang? Da war doch auch irgendwo. Ja, der ist dann hier. Wenn die Ausgänge jetzt genauso bescheuert sind, dass sie zu beiden hin kann, dann ist das wirklich bescheuert. Wir cleansen mal. Ich habe das Gefühl, dass sie zu beiden Ausgängen kann. Weil sonst würde sie doch nicht so extrem campen, oder? Wir müssten, wenn wir uns jetzt zusammenreden könnten, müssten wir beide auslösen. Ich traue mich nicht hin. Nicht alleine. Nicht ohne, dass ich weiß, wo hier überall Paletten sind. Ja, da ist ein... Was war das gerade? Ich verstehe das ja auch gar nicht mit dem Zeug. Okay, sie malt. Sie bleibt da stehen. Sie bleibt da stehen, Freunde. Warte, nicht zu diesem Ausgang, nicht zu diesem Ausgang. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ich hole sie jetzt zu diesem. Okay. Sie malt wieder. Wir müssen das öfters so machen. Und drüben sollen sie aufmachen. Ich habe keine Ahnung, wie wir es sonst machen sollten. Zweimal. Was kann man da mit der Taschenlampe? Warum wird das nicht ausgelöst? Ey Freunde, schreibt mir das in die Kommentare. Das muss mir jemand erklären. Der leuchtet dahin und weil er es dann gesehen hat, wird es nicht ausgelöst. Ist das so? Dann wäre eine Taschenlampe eigentlich ziemlich geil. Okay. Ist nicht gekommen. Der andere Ausgang wäre jetzt noch interessant. Sollen wir da noch...
Sollen wir denn da noch hingehen? Okay. Ich weiß es nicht. Okay, sie kommt. Ja, sie kommt. Sie darf noch einmal herhauen. Komm, hau halt her. Willst du nicht? Punkte. Okay, dann nicht. Freunde, wir gehen. Wenn sie nicht will, dann nicht. Wenn sie nicht will, dann halt nicht. Wir haben überlebt. Die 5000 Punkte haben wir. Alter, das war auch wieder so eine spannende Runde. Es ist extrem. Okay, okay, es läuft. Es läuft. Punkte waren es jetzt nicht so viele. Wir haben aber dafür ein Item verdient. Und können wieder upgraden. Das ist gut. Wir schaffen das aber. Ach, wir brauchten... Ach, das ist aber bescheuert, ey. Jetzt kommen wir da genau nicht hin. Jetzt weiß ich nicht, ob ich weiter tun soll. Momentan ist das nämlich noch nicht gekommen mit dem Blutnetz. Ich mache da jetzt noch nicht weiter. Wir werden jetzt mal einen geschmeidigen... Wir werden jetzt einfach schneien. Ja? Jetzt machen wir mal wieder einen gescheiten Schnitt. Und dann, wenn euch die ganze Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. War eine coole Sache, da hat mich gefreut. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Ciao.